So, hey Kenners, willkommen zur weiteren Folge. Ist ja schon wieder. Ist das immer am Start so doof mit dem Licht? Eieiei. Ich habe beschlossen, ich mache jetzt erstmal hier ein paar Folgen. Das, was ich eigentlich haben möchte, nämlich WTF. Nämlich den Weg finden zurück. Ich glaube, das ist ein Tunnel. Oh, ich mache jetzt ein paar paar Sammelobjekte etc. etc. Also falls ihr die pure Action wieder haben wollt, springt einfach direkt zum nächsten Video, weil das werden jetzt einfach erstmal Sammelobjekte und Gegnerkunden und so weiter. Und somit ist im Grunde beiden geholfen, wenn ihr dann frei entscheiden könnt, ob ihr das gucken wollt oder direkt bei der Geschichte fortsetzen wollt. So. Können wir mal Fenster einschlagen? Sehr schön. Sehr schick. Das macht Spaß. Einfach mal den Zug anhalten. So. Was ist denn hier der Ausgang, ey? Okay. Ich hab ihn verpasst. Wow! Da ist der Zug einfach hinter mir da reingerollt, ey. Nein, ich will keine Zivilisten verletzen. Unterwegs hoffe ich, dass ich dann auch an manchen Stellen ein paar Zivilisten Geld abknüpfen kann, damit ich endlich mir die Waffe kaufen kann, die ich nämlich brauche für diese blöde Mission. 40.000, ey. Ist ja echt fast gezwungen, dass man da was macht. Oh, warte mal. Der Weg führt im Grunde an zwei Orten vorbei, die interessant sein könnten. So, dann da. Wie kann ich mein Smartphone? Da haben wir es ja. Sehenswürdigkeiten. Herausforderung. Jetpack Field Guide. Achso, das ist wahrscheinlich das Intro. Wie sieht's damit aus? Geht das darüber? Nee. Muss das irgendwo da drüben gucken. Ja. Nee, von ihr auch nicht. Von hier? Ah. Hier ist, was ich weiß. Meine Blumeninformantin Angela ist Technikerin. Ich nicht weiter oben. Doch ein Techniker eben kommen kann. Ich werde sehen, wie verlässlich die Quelle ist, aber das ist, worauf ich gewartet habe. Blumen mit heruntergelassener Hose. Ich ernte den Ruhm für die undichte Stelle. Hab's dem Rest von der Zweck noch nicht gesagt. Nenn mich egoistisch, aber das ist mein Fund. Dafür müssen Sie mich in den Dead Sack Rat lassen, oder? Falls es sowas gibt. Okay. Da ist wieder von diesem Blumen die Rede. Halt doch die Klappe, ich fahr doch weiter, Mann. Was haben wir denn hier? Eine Sehenswürdigkeit. Versuch so schnell wie möglich alles abzugreifen. So. Okay. Obwohl es im Vergleich zu den größeren Theatern in Chiang Winzig wirkt, ist das Phoebus Theater eine beliebte. Nee, Phoebus Theater eine beliebte Bühne für Comedians und Entertainer. Im Jahr 1989 ist der legendäre Komiker Domingo Mendes 8 Stunden am Stück aufgetreten, aber er benutzte ja nur eine Zahnbürste als Requisite für mehr als 200 Sketche und Witze. Das Publikum war gleichermaßen beeindruckt wie müde. Natürlich. Nach 8 Stunden. Das ist ja das hier, ist das hier das aus der E3? Ne, nicht das aus der E3, aber so ein ähnliches. So, dann haben wir hier hinten, haben wir noch
wieder so ein Aussichtspunkt oder sowas. Irgendwas von Interesse jedenfalls. Hier. So, hier runter. Oh, da ist auch ein Sportwagen. Den schnappen wir uns dann mal gleich. Wie kommen wir jetzt da hoch? Gar nicht. So, probieren wir es mal hier. Nein, da geht's nicht. Da haben wir da was. Eine Kamera. Ja. Hä? Was sind wir nicht so rühren? Ach. Sag mal, was mache ich denn hier? Nimm mal die Kamera. Geht ja da hinten weiter. Aber wie komme ich denn da hinten hin? Nimm mal die Kamera. Dann die Kamera. So. Hat's jetzt geklappt oder was? Nee, immer noch nicht, ne? Da muss ich jetzt zu dem Automaten hin, ne? Ja. So, komm mal her. Du hast Geld? Das ist ja quasi ein echter Stickmarathon. Wow. Weißt du was ich dachte? Was echt toll sein könnte? Wie wär's, wenn ich wieder nach Hause ziehe? Auch geil. Oder vielleicht. Kannst du die da beobachten und der Sportwagen ist noch hier. Kannst du die beobachten, was die denn da machen? Nee, das ist krass. Und wie weit das natürlich. In der Wirklichkeit geht es sehr schön. Gerade erst losgefahren. Ein bisschen weiter hergeholt wahrscheinlich. Vielleicht in der Zukunft. Dann haben wir vielleicht das, was wir ja alle wollen. Totale Überwachung. So, und jetzt wollen wir da mal weitergehen. Da hinten. Muss irgendwie hinter die Häuser. Boah, da könnte man doch hinter die Häuser gehen. So. Hat einer von euch. Wir haben uns für das Grundsteuerprogramm beim CTOS angemeldet. Okay, hat nicht so funktioniert, wie es wollte. Kannst du da so klettern? Nee. Kannst du hier vielleicht hochklettern? Dann hier. Na, das geht ja. Dann jetzt hier wieder raus. Na komm. Ich muss nur einmal da hinten hin. So, irgendwie verpasse ich, glaube ich, die. Hab hier was Komisches gefunden. Na los. Ich muss hier jetzt alle hacken? Okay.
Wie geht's hier weiter? Nee. Da muss ich woanders hin. Ich hab da keine Kamera mehr. Oh, also du darfst schon laufen, Aiden. Muss zwar nicht, aber wäre von Vorteil. Ja. Okay, 3 von 5. Oh, Alter. Bleib doch nicht hier stehen. Ah, da, da. Komm überall rüber. Rüber, rüber. Muss da hinten wieder hoch, irgendwie. Über ihn vielleicht? Nee. Vielleicht hier irgendwie eine Möglichkeit. An die zwei Dinger heranzukommen. Ne, doch, hier, 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 hier ist ein Durchgang. So, jetzt kann ich da oben ran. Okay. Komme ich auch direkt da dran? Nee, irgendwie. Das ist eine da doofen Position. So, komme ich da ran? Ja, habe ich es geschafft. Okay, ich weiß jetzt natürlich nicht, wer Raymond Kennedy ist. Aber es ist ein cooles Gimmick, dass wenn ich mit der Kamera, mit der Überwachungskamera, über Aiden gehe, der automatisch verpixelt wird. Das ist ja geil. So. Ein bisschen Geld haben wir wieder. So, jetzt fahren wir einfach mal weiter. Da vorne sehe ich schon die nächsten Sachen. Nein, nein, nein. Oh nein. Oh nein. Oh. Ah, so ein Dreck. Kann ich da wieder zusehen? Was hat der in der Nacht? Ah, danke. Eigentlich egal, was du hast. Doch, du gibst Geld. Hier irgendwo eine Kamera? Da. Okay, die ist nicht aktiv. Natürlich schon scheiße. Da ist eine. Okay. Kontowert. Irgendwo da muss aber das Teil sein. Nee. Vielleicht mal hier hoch. Okay, es bringt mir auch nichts. Wenn der Typ zuschlägt, bin ich hier. Fuck! Das war unabsichtlich. Ich wollte doch einfach nur mal testen. Oh nein. Ich wollte einfach nur mal testen, wie das aussieht. Oh, jetzt habe ich den Auftrag deswegen vermasselt. Oh, warte mal. Jetzt habe ich es gerade gesehen. So. Da muss ich also irgendwie hin. Es sieht nach von rechts aus. Also muss dort doch irgendwo eine Kamera sein. Oder? Vielleicht dort. Was ist da? Kamera.
Kamera ist gut. Nee, muss auch da hoch. Hey, was ist denn das? Wo muss ich denn da hin? Immerhin, ich habe das Teil jetzt endlich entdeckt, wo das ist. Aha. Also muss das eine Kamera. Naja, wir haben losgelegt. Sie war der Hammer, echt ein verdammt heißes Kätzchen. Aber dann muss ich dringend pinkeln. Was hast du denn gemacht? Ich dachte, dass sie kurz davor ist. Hab also weitergemacht. Sie ist aber nicht gekommen und ich irgendwie auch nicht. Okay, die Unterhaltung haben wir tatsächlich schon mal gehört. Was? Geheimer? Und, ne? Ja. Ja, ich kenne ihn. Das dachte ich mir. Man kann leicht sagen, die Stadtverordneten sind alle korrupt. Aber du warst mit ihm befreundet, oder? Wie war das denn so? Er war kein Freund. Es ist kompliziert. Sagen wir, ich wäre. Also ich muss diagonal. Wow, das wusste ich nicht. Ich weiß jetzt, wo das. Oh! Jetzt bin ich wieder mal nach. Ja, du wirst nicht sterben. Man, lauf nicht so weit, dann muss ich wieder suchen. Alter, Aiden, hast du noch einen größeren Sprint vielleicht? Nebenbei noch neue Fahrzeugteile geholt. So, komm. Danke. So. Also, ich habe jetzt eine. Ahnung, wo ich da hin muss. Okay, wir gucken mal, wie viel Geld wir jetzt mittlerweile uns geholt haben. Ein paar Dollar dürften das ja sein, ne? Hey. Jo, 9000 und noch was. So. Ja, wollte ich eigentlich nicht. Ich will eigentlich da... Darauf. Da. Okay, es muss noch eine Kamera weiter hinten sein. Song. Immer ein Lied. Ach, hier sieht man jetzt schon die meisten Teile. Da war ich schon mal drin. Das nutzt uns nichts. Oh, ist das doof. Also, sowas ärgert einen dann. Da! Ich glaube, das sieht gut aus. Endlich! Das erinnert sehr auch an Assassin's Creed. Mit Assassin's Creed 2, glaube ich, war das. Mit den ganzen versteckten Hinweisen etc. So, Bargeld, Fixer-Auftrag. So. Ja, wir arbeiten uns mal nach hier unten. Genau. Wir wollen ja alles mal haben. Ja, einmal raus, bitte. So, dann sind wir eigentlich auch schon da. Parken wir nochmal richtig schön.
Eine Uhr gefunden. Na, das ist doch mal schön. Ja, guck mal, du hast doch bestimmt keinen Alarm. Und da hinten sehen wir schon die nächsten zwei Teile, wo wir hinwollen. Das ist Wahnsinn. Oh, eine Schrottkarre ohne Räder. Was ist das denn jetzt? Ich würde schon sagen, sind die Dinger verschwunden. Das ist eine Sehenswürdigkeit? Hätte ich ja jetzt nicht gedacht. Ah, da. Okay, dieser Torbogen hier ist ja die Sehenswürdigkeit. Nein, du sollst doch nicht ins Auto einsteigen, Mann. Da, das sollst du machen. Mann. Einfach mal ins Auto eingestiegen. Also, das Piper Gate ist der Startpunkt des jährlichen Chincho de Mayo Straßen in Chicago. Ein ganzes Wochenende lang puppt in dieser kleinen Ecke Chicagos das Leben und man feiert die mexikanische Musik, mexikanisches Essen und die mexikanische Kultur. Es gehört zu meinen Lieblingsbeschäftigungen in Chicago. Versuchen Sie doch mich nächstes Jahr dort zu treffen. Ich bin der sich mit Pupusas vollfrisst und versucht, die Tango-Tänzerin anzunehmen. Ja, ne? Das Anbaggern will natürlich gelernt sein. So, habe ich das Auto hier noch stehen? Nee, ne? Dann mal schnell darüber. Oh, das ist das Motel. Das ist das Motel. Ah, das sieht so ein bisschen Mustang-mäßig. Ey! Beherrsch dich, ne? Ja. Mhm. Hallo? Da, Sehenswürdigkeit. Dieses ruhige kleine Model erlebt einen kurzen Moment hitzige Erregung, als im Jahr 1967 ein Informant, der für die Überführung von Sam Teets Battaglia entscheidend war, unter Zeugenschutz in Zimmer 204 untergebracht war. Bis zum Prozess gegen Battaglia musste der Informant Joseph Joyce wiederholt umziehen, um Mordanschlägen durch Battaglias Männern zu entgehen. Das Old Model war Joyce letzter Aufenthaltsort, bevor er in den Zeugenstand trat und Battaglia verurteilt wurde. Dieses Motel erinnert mich auch so ein bisschen an Payday 2. Da gab es auch richtig schöne Missionen, wo du ja auch Drogen finden musstest und so weiter. Ich muss hier einmal außen rum natürlich. Drogen finden musstest und so. Das war schon sehr, sehr, sehr lustig. Ich mag ja Payday generell. Ein paar Fixer brauchen eine Ablenkung. Ich locke die Cops raus und spiele den Köder. Klingt nach einem sauberen Job. Ja, wenn es weiter nichts ist, ne? Die Cops haben wir ja gerne am Hals. Klar. Verfolgen einen ja auch nicht viel zu lang. Was kriegt denn dann noch so einer? Ja. What? Was hat der denn? Sportwagen? Oh Mann, Alter, und jetzt muss ich mit dem auch noch so lange durchhalten. 2 von 24 Punkten abgearbeitet. Mehr wie ein Rennen. Ist das für eine gewisse Zeit nur? Ja. Ja, war ja klar. Natürlich jetzt die Bullen da auch noch. Den CTOS-Scan machen. Wow. Nein. Okay, dann muss ich Vollgas geben. Vollgas durch. Das war natürlich jetzt ein herrlicher Fail. Oh, diesmal nicht diese blöde rote Farbe. Okay. Blöd ist halt diese schwammige Steuerung dazu, ne? Da kommst du jetzt mit dem genauen Fahren halt ein bisschen weit hergeholt. So, vielleicht mal links. Nein, das sind nur meine Streifen von. Ja. Eben. So, CDOS-Scan läuft mal wieder. Ansonsten hat er aber eine gute Straßenlage, muss man sagen. Wuhu!
Ja, durch die Pampa. Ich nehme mal den Weg anstatt querfeld ein. Ja, genau deswegen. Wenn man bei diesen blöden Hügeln einfach nicht gut denken kann. Hey, hier hinten war ich ja schon mal. Querfeld ein. Wow. Ja. Wow. So cool mit Rare-mäßig hier. Also Rally. Wow, Alter. Wie kann man denn an so einer kleinen Botch denn Kante hängen bleiben? Super. Also entweder ziehe ich was mit mir oder mein Reifen ist kaputt. Jedenfalls steuert er sich gerade noch beschissen als eben schon. Bloß nicht jetzt rechts abbiegen. So. Ja, okay, jetzt gleich haben sie mich. Lässt sich nicht vermeiden. Geh weg! Ja, jetzt haben sie mich. Und da vorne ist schon der erste Bullenwagen. Ja, ich habe das Tor zugemacht gehabt. Ja, waren sie kurz aufgehalten worden. What the fuck? Shit. Jetzt auch noch ein Heli, ey. Ja klar, ihr müsst, ne? Ganz am Ende müsst ihr natürlich übertreiben. Oh yeah, geil! Oh. Sauberer Abgang. Ja, du bist nur die Polizei verfolgt mich halt immer noch, ne? Ah, das sieht sehr nach einem Heli aus. Mal gucken, Tunnel bräuchte ich. Was ist denn hier einer? So, dann bremst du mich mal aus. Boah, Alter, die sind aber diesmal echt ein bisschen hartnäckiger als sonst. LOL. Was sind die denn jetzt so hartnäckig? Ja, halt die Fresse. Hier. Oh Mann, ich wollte eigentlich den Bullenwagen rammen. So, da kommt noch einer. Keine Batterie mehr oder was? Boah. Da haben die mich echt in der Klemme. Und mein Auto macht nicht mehr lang. Leck, komm hier! Aber mein Auto ist auch nur noch. Mann, oh Mann, lass mich doch einfach los. Komm, machen wir nochmal so einen Jump. Verdächtiger braucht nämlich einen neuen Wagen. Das ist einfach nur Schrott. Okay. Der hier ist leider nicht schnell, aber immerhin. Oh, komm. Alter. Wieso schießen die? Ich habe nicht einen Schuss auf die abgefeuert. So, okay. Komm.
Irgendwo da hinten in der Großstadt wird da wohl Tunnel sein. Ach, Mist. Das hab ich mir eigentlich ein bisschen anders vorgestellt. Na, jetzt habe ich ihn wieder an der Backe. Sehr rücksichtsvoll von ihm, oh nett. Eine Patrouille wurde auf den Verdächtigen angesetzt. Tunnel, ich brauch doch nur einen Tunnel. Schenk mir einen Tunnel. Ist blockiert oder was? Ich würde ja echt. Ja, dann versucht mich halt zu dringen. Fuck! Fuck! Ich hab mir die Poller im Moment, mir selbst, versaut. Na, dich kriegen wir doch da ran. Fuck! Mei. Ey, wieso sind denn hier überall nur Brücken? Eben bin ich nur durch Tunnel gefahren und jetzt nicht ein. So. So. Kein Bullenwagen mehr da. Oh, Alter. Rossi Freeman kam es letzte Nacht zu Ausschreitungen. In dem berüchtigten Wohnviertel kam es in den letzten Jahren vermehrt zu Gewalttaten, als Mitglieder der Black Viceroys um die Führung der Gang stritten. Laut Polizei ist ein Ende der Gewalt nicht absehbar. Oh, ich hab's geschafft. Also das war jetzt mal eine herrlich lange Verfolgungsjagd. Und wir sind mal wieder am Arsch der Welt. Ja, dann führe mich mal dahin, ja, weil wir so weit vor den abhauen mussten. Mensch. Vor allem dieser blöde Heli, ey, sorgt immer dafür, wenn man mal einen Tunnel braucht, ja, dann kommt nie einer. Und das mit dem Pollern ist auch ein bisschen blöder gelaufen, als ich gewollt habe, naja. Aber wir sind ja nochmal davon gekommen. Ich hatte auch noch überlegt, ob ich nochmal aussteige und dann, hier dieses Dings mache, aber... Juhu! Oh. Ach, macht nix. Da, hier ist ein Tunnel. Ja, wenn man ihn nicht braucht, dann kommt er, der Drecksackstunnel. Ja. Noch 800 Meter, dann sind wir am Ziel. Ah, sogar direkt zwei. Hui, hui. Ah, wieder mal vorbei. Entschuldigung, Entschuldigung. War pure Absicht. So, endlich. Endlich. Sind wir mal wieder in dem Gebiet, wo wir hin wollen. Dafür, dass er so lahm ist, kann er echt gut die Reifen quietschen lassen, ne? So, wollen wir mal hier... Ja, machen wir mal. Ups, und einmal querfeld ein. So. Gibt Straßen, ja. Und warum steht dann hier ein Auto? Hä? Hä? Hier ist etwas versteckt.
Ja. Oh nein, einmal um den ganzen See wieder rumlaufen. Mist, dann mal los. Ja, dann echt mal los. Beginnen wir mal bei dir. Super, dann muss ich über die Brücke. 2 Minuten 20 nur. Holy shit. Nö, holst du auch nicht. Und war ja klar, dass. Oh nein, Alter. Geht mal alle beiseite. Alle beiseite. Alle beiseite. Alle beiseite. Ich muss wieder so viele gute Taten machen. Ja, gib mal alle. So, geht doch. Ey, der spielt Fußball, geil. Krass. Sehr schön gemacht. Ey, man läuft doch den Ball nicht einfach hinterher. Erst gucken. Dann laufen. Okay, ich glaube, das mit dem Autofahren. Hier lassen wir mal. So. Na, komm, weiter. Die Zeit läuft. Sind wieder so geheime Sachen dann, ne? Ja, seguro. Spanisch. Espanol. Okay. Dann haben wir auch gehackt. Ich finde ja von Watch Dogs die Werbekampagne war so geil, wo die in diesen Handyshop reingegangen sind und dann der denen gesagt hat, hier ist eine App, bla bla, damit kannst du, ja, ich bin Braudi. Dann kannst du alles hacken und so weiter, ne? Und dann hat er das ja so gezeigt. War schon geil. Okay, also sie ist in Schwierigkeiten, weil sie da. Ich habe über dir verkündet. Was sagst du noch? Ich sage, du bist nicht mehr du selbst. Wie du dich bewegst, die Kleidung, das durchschauen doch alle. Du kannst dich nicht bei der kleinsten Krise in jemand anderen verwandeln. Wir durchschauen dich. Mir egal. Sogar dieses mir egal. Also wirklich, früher hast du so ein Mist nicht gesagt. Toll. Ich will eigentlich ins Auto und nicht darauf klettern. Naja, machen wir es halt über die Seite. Ja, das ist meins, wirklich. Ich habe das schon vor Stunden dahingestellt. Das will ich. Oh, und dann aber richtig. Zwischen den Grabsteinen ehrlicher, hart arbeitender Männer und Frauen gibt es ein besonders bemerkenswertes Grab auf diesem Friedhof. Es ist die große Gruft von Finnegan Jones, dem bekanntesten Chicagoer Lincoln-Imitator. Sie wurde in den Friedhofsberg gegraben und mit einer Statue versehen, die den Verstorbenen zeigt. Nach seinem Tod erhielt Jones ein Staatsbegräbnis, dem mehr als 1000 trauernde Fans beiwohnen. Okay. Hey, cool. Das ist ja mal eine schöne Durchsage. So, da ist irgendwas zu sehen, aber oben, nicht hier unten. Putz! Überraschung! Ah. Okay, ich baue eine Schwachstelle.
Neues Fahrzeug verfügbar. Ja, Ja, wo führt denn das lang? Boah, wie weit führt denn das da entlang? Muss ja echt eine halbe Ewigkeit weiter laufen, damit man überhaupt da ankommt, wo der Kasten ist. Ja, das sieht doch gut aus. So, gut. Ja, Entschuldigung, dass ich in deinem Hintergarten war. Das muss ja so sein. Jetzt kann ich dann das da anschalten wahrscheinlich. Ja. Und dann... Na? Ganz gechillt. Ich will nur gucken. Will hier nichts machen. Der spielt immer noch schön Basketball. Sein Vater chillt hier lieber auf der Veranda. Was ist denn hier passiert? Ist er tot? Erste Nachricht. Empfangen heute um 9.45 Uhr. Hey Dad, hab schon ein paar Tage nichts von dir gehört. Rufst du mich zurück? Die Kinder freuen sich, dich zu sehen. Die haben schon deine Weihnachtsgeschenke besorgt. Glaubt man das? Bald ist schon wieder Weihnachten. Die Zeit rennt. Ich hol dich nach der Arbeit ab, ja? Bleib ruhig über Nacht. Ich weiß, du glaubst, du wärst eine Last. Aber Dad, du wirst nie eine Last. Ich komme nach der Arbeit rein, okay? Tschö. Oh, das ist natürlich tragisch, ne? Da wird ja ein unschönes Erlebnis haben. Hey, dann wäre mal eine Idee. Wir haben ja hier so Mist gebaut. Oh, warte mal, was ist das denn? Eine Lupe. Das ist aber nicht da, das müssen wir hier unten machen. Boah, das ist hier eigentlich Hölle. Oh, kein Mint. So, was haben wir denn da? Da ist doch bestimmt irgendwas zu entdecken. Hier ist auch so Licht. Also hier muss unbedingt was sein. Okay. Ja, aber wer macht sich denn die Arbeit, da jemanden einzupacken? Ja, aber dann nicht wegzuschaffen? Das verstehe ich irgendwie nicht so. Schon komisch. So, steigen wir mal ein und steigen direkt wieder aus, weil im nächsten Wagen einfach, der nächste Wagen ist einfach schöner. Das ist ein fixer Auftrag, ja, die gehen mir mal ganz gut Geld. Dann machen wir den mal gerade. Ja, Heilige, ne? Warte mal, bevor wir das machen, gerade nochmal Geld abgeben. Nebenbei auf die anderen Straßenseite gucken, ob da einer mit. Ja, da ist wieder einer. Ja, da haben wir ja wieder. Boah, geil! Also ich glaube, jetzt habe ich echt genügend Geld. Ja. Also jetzt habe ich auf jeden Fall genügend Geld. Dann mache ich noch den Fixer-Auftrag, guck, was noch so auf der Karte rumschwirrt und dann kann ich endlich mit der Hauptmission weitermachen. Der Auftrag ist raus. Ich muss die Kalle finden und erledigen, bevor sie entkommen können.
Ey, dann hol halt die Polizei, Mann. Fuck. Und natürlich direkt erstmal falsch abgebogen. So! Back. Back in game. Boah, ich muss aber jetzt echt ordentlich was aufholen. Komm schon, komm schon, komm schon. Da ist er ja. Ah, und der mag auch interessante Wege, so wie ich. Okay. Okay, jetzt, damit schlage ich mir langsam ins eigene Bein. Oh Mann! Leute, ihr dürft doch nicht immer auf dem Bürgersteig rumlaufen. Das ist Oh ja, komm, blockier mich, ne? Halt schön die Handbremse noch einmachen oder was? Lass sie doch einfach wegschieben. Nicht so schwer. Okay, jetzt wieder links. Der nimmt aber auch Wege. Jo! Okay, das war jetzt eigene Dummheit. Mann, jetzt hat er sich mal verzettelt, weißt du, und dann konnte ich nichts machen, weil ich mich vorher verzettelt habe. Oh, jetzt gibt er Gas, jetzt gibt er Gas. Aber du entkommst mir nicht, du entkommst mir nicht. Immerhin, ich habe ihn schon tatsächlich mal gerammt. Okay, sein Wagen qualmt schon mal. Kann ich eigentlich auch schießen? Ne, schießen ist nicht. Einfach mal hinterherfahren. Komm schon, viel hältst du eh nicht mehr. Ja, Hauptsache jetzt nochmal auf die Schnellstraße, ne? Oh, abbremsen ist nicht gut. Okay. Ach, Mensch, 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 Mensch. Sollte nicht so kompliziert denken, einfach fahren. Mensch. Ich wollte jetzt rechts rum den eigentlich eine reinfahren, aber. Und. Fuck. Rückwärts reinfahren wollte ich dem jetzt. Bei Highspeed kriegt man nicht so gut was hin. Komm schon, ich glaube, ich brauche den nur noch einmal so richtig ram. Richtig mit Schmackes. Ich weiß, dass da immer Ampeln sind, aber. Das bringt halt fast nie was, ne? Also gut ist, dass mein Auto anscheinend deutlich mehr aushält als seins. Ich habe nämlich sehr viel mehr Scheiße schon gebaut als er, aber meins fährt noch besser. Okay. Das war's dann aber auch langsam mit meinem Auto. Irgendwas, womit ich den mal auswählen kann. Der Überpöller soll der mal fahren. Alter! Der
Ich krieg den nicht angehalten. Wo ist er denn hin? Nein, der fährt weiter. Oh Mann, ich dachte, der wäre hier reingefahren. Oh, mein Auto hat so Probleme. Ja, ich weiß. Einfach mal ein bisschen schneller fahren. Okay, endlich hat's mal geklappt. Nee, komm. Dann versuchen wir es auf die, ich halte dich einfach fest. Methode. Oh, das ist hochgegangen. Ja, da haben wir ihn. Okay. Puh. 1000. Okay, die Fixaufträge sind scheiße. So. Aber was mich wundert, ist, dass der hier echt auch nicht verbunden. Nur hier ist verbunden. Also ich nehme mir als Ziel, ich mache nur da, wo verbunden ist, mache ich auch hier so sammelbare bla bla bla. Aber die mache ich jetzt ab sofort immer offline. Das verbraucht ja so viel Zeit. Das hätte ich echt nicht gedacht. Na gut, dann war es das erstmal für heute und dann in der nächsten Folge machen wir mal die Hauptmission ein bisschen weiter. Ich wünsche euch viel Spaß.